Ja, schönen guten Tag, hallo, herzlich willkommen im Kobalt in Dresden. Mein Name ist der Tim, das ist der Dennis, wir sind Kollegen seit 15.10. und wir freuen uns, euch heute für Topfkocher TV unsere Gerichte vorzustellen. So, jetzt fangen wir an mit der Variation von der Karotte. Als allererstes habe ich Karottensaft, frisch gepressten Karottensaft. Den gebe ich in den Topf. Dann habe ich Orangensaft. Geben wir ein bisschen Ahornsirup dazu für die Süße. Einfach einen guten Schluck. Zack. Zum Abrunden ein bisschen Kardamom. Genau, drei Stück reicht im Topf. Und dann gehen wir rüber und kochen das Ganze einmal auf. So, jetzt nehme ich die Karotte. Jetzt schäle ich die erstmal. So. Schneide mir so ein bisschen das Grün zurecht. Jetzt nehme ich hier Alufolie und wickel das Grün ein bisschen ein, dass das Grün ein bisschen geschützt ist und nicht gleich von Anfang an grau wird und übergart. Das gleiche mache ich mit der zweiten. Jetzt kommt das Ganze in einen Vakuumbeutel. Zack, zack, sind die hier drin. Dann gehen wir hier rüber. Sud ist schon heiß. Jetzt nehme ich eine schöne Kelle und gebe die mit hier rein. Das kannst du jetzt zuschweißen. Dann kommt es in den Ofen bei 85 Grad, ungefähr 30 Minuten. Der Vorteil, den wir haben, der Sud geht schön in die Karotte rein. Die Karotte bleibt auch schön orange, wird nicht grau oder sonst irgendwas. Und der Geschmack, die schöne Süße. Das ist der Vorteil daran. Genau. So, jetzt machen wir die Polenta. Sojamilch und Wasser gemischt. Weil es soll ein veganes Gericht sein. Das Ganze kochen wir auf. Groben Pfeffer. Kann ruhig ordentlich ran. Ne? Schön Salz. Zack. Jetzt kocht das Ganze. Und jetzt kommt die Polenta rein. Ich habe 1 Liter Flüssigkeit und 100 Gramm Polenta. Polenta ist ein Maisgrieß. Muss das so lange kochen, bis es anfängt dick zu werden. Und jetzt sieht man es wunderbar, ist noch dünn. Könnte man denken, noch was rein? Nein, einfach kochen lassen. Kann 5 bis 10 Minuten dauern. Man merkt das beim Rühren dann. Wenn das dann fertig ist, kommt die Polenta auf ein Backblech und dann in den Ofen bei 150, 160 Grad nochmal so für eine Viertelstunde einfach backen. Können wir noch einen besseren Geschmack rein. Das ist Endprodukt. Das ist die Karotte. Das sieht man diese schönen Orange. Elastisch. Jetzt packen wir das hier aus. Sieht man schön. Ganz so grün ist es nicht mehr, aber man sieht, es ist fest. Das schneide ich hier einfach. Einmal schräg für die Optik. Das ist die Polenta nach dem Backen. So. Jetzt habe ich hier vegane Butter. Ganz wichtig. Butter darf nicht fehlen. Wir wollen es ja vegan halten. In die Pfanne braten die Polenta und die Karotte an. Nebenbei tue ich den Karottensud, will einkochen, dass er schon dickflüssig wird, weil die Karotte dann schon einpinseln können und schön Sud haben. Nur noch mit dem Thymian. Ein bisschen Ingwer dazu. Ingwer passt super zur Karotte und Thymian passt super zur Polenta. Nur den Bunsenbrenner und die Karotte noch ein bisschen ankokeln und noch ein bisschen Röstaromen reinkriegen. So, schön. Also leicht karamellisiert die Karotte. Und dann gehen wir zum Anrichten. Ich bereite ein paar Kräuter vor und zwar Karottengrün von der wilden Karotte. Das sind die hier. Und ein paar Ringelblumen. Das ist unsere Deko für die Karotte. Macht ja Sinn, bei der Karotte ein bisschen Karottengrün drauf zu machen. So, das reicht. Hier habe ich ein Granola aus gerösteten Mandeln, Hafer und gepoppten Quinoa. Verfeinert mit Senf und Salz. Das gebe ich jetzt hier rein erstmal. Zack. Hier haben wir unseren Karottensud, den wir am Anfang gemacht haben. Jetzt pinsel ich die Karotte damit ein. So.
schön großzügig. Jetzt nehme ich die Karotte und wälze die hier drin. Dass wir richtig schön in die Karotte diesen Crunch haben. Dass wirklich jeder Bisse quatscht im Mund. Schön knistert. Jetzt haben wir die Polenta. Legen wir dahin. Schöne Karotte. Fangen wir an, da habe ich ein violettes Karottenpüree. So. Dann habe ich hier ein Gel oder eine Creme gemacht aus Hafermilch, dass wir wieder eine schöne cremige Textur haben. Hier oben drei Punkte. Dann habe ich hier noch getrocknete Karottenchips. Karotten einfach nur geschält, frittiert. Dann Ofen bei 60, 65 Grad getrocknet. Und die setzen wir mit an. Wir haben eine schöne Süße jetzt. So. Das Ganze dekorieren wir aus. Karottengrün. Dann kommen unsere Blüten noch dazu. Und das Auge isst ja mit. Zum Schluss der Chimichurri. Nicht klassisch gemacht, sondern auch nur aus dem Karottengrün. Also wirklich alles, was wir von der Karotte haben, haben wir verwendet. Wir haben die ganze Karotte, wir haben Karottenpüree, wir haben Karottenchips, wir haben Chimichurri aus Karottengrün. Ein Chimichurri ist noch klassischerweise Chili und Knoblauch drin und Zitronenschale. Das machen wir einfach hier so ein bisschen drauf, dass wir auch eine schöne Schärfe haben. So, und ganz zum Schluss geben wir noch ein bisschen Karottensoße dazu. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de